Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Shaolin Neijing Yiqichuan Qigong Lehrgang. Shaolin Neijing Yiqichuan Qigong gehört zu den stillen inneren Qigong Arten und wurde seit etwa 1500 Jahren ausschließlich an die Mönche des südlichen Shaolin Klosters in der chinesischen Provinz Fujian weitergegeben. Es war dem inneren Kreis vorbehalten und galt als Geheimwissen. Seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts wird es auch öffentlich gelehrt. Shaolin Neijing Yiqichuan Qigong gilt als die Königsdisziplin innerhalb des Qigong, weil es die Fähigkeit verleiht, Energie auszusenden. Ein ehemaliger Mönch des südlichen Shaolin-Klosters, und zwar Meister Xu, verließ ca. 1944 den Tempel und ließ sich in Shanghai nieder. Dort heilte er viele Menschen, die sehr krank waren. Diese Heilerfolge sprachen sich bald wie ein Lauffeuer herum und heute hat Neijing Yiqichuan Qigong über 6 Millionen Anhänger in China. Die besonderen Fähigkeiten, die gerade durch Shaolin Neijing Yiqichuan Qigong erworben werden können, setzen eine hohe moralische Instanz und einen gefestigten Charakter voraus. Deshalb sollten Sie bei der Wahl Ihres Lehrers die nötige Umsicht walten lassen.